Mein Name ist Volker Schneider. Ich darf Sie begrüßen im Namen der DESK GmbH. Heute haben wir uns das Thema Reporting herausgesucht. Und bei dem Reporting wollen wir Ihnen einige Ansätze vorstellen, wie Sie Ihr Reporting, ich sag mal, auf Management-Ebene aus der Sage herausgestalten können. Das fasse ich einfach mal ganz kurz zusammen in einem Kurzvideo. Wir können das gerne auch noch in einem persönlichen Gespräch detaillieren. Oder ich kann Ihnen das auch gerne an einigen Stellen noch tiefer oder weitergehend erläutern. Ja, starten möchte ich einfach mal im Bereich der Auskünfte und hier mit der sogenannten Chefübersicht. Die Chefübersicht ist ein schon älteres Modul, was es schon lange innerhalb der Sage gibt. Hier habe ich die Möglichkeit, direkt auf Daten aus dem Bereich der Warenwirtschaft zuzugreifen, als auch aus dem Bereich des Rechnungswesens. Das sind jetzt hier zum Beispiel Kundendaten, das sind Lieferantendaten. Alles das kann hier direkt eingesehen werden und kann dann auch hier betrachtet werden. Schauen wir uns das mal aus dem Bereich Verkauf an und dann hier nach Kunden. Das ist jetzt so ein klassisches Beispiel. Erstmal werden hier pauschal die Daten herangezogen von dem laufenden Geschäftsjahr, wo ich mich befinde. Wir sehen das auch ganz unten in der Zeile. Da haben wir ein Zeitfenster 2023 bis 1 bis 12. Wir könnten auch hier die Auswahl verändern und könnten auch andere Jahre selbstverständlich denn heranziehen oder jetzt das Ganze nur für Kunden in dem Moment denn uns generieren als auch aufbauen. Ich wähle mal hier zum Beispiel nach Jahren. Das ist ebenfalls eine Option, die wir hier haben. Da kann ich ebenfalls die Auswahlen erweitern oder nach Quartalen, Perioden etc. Alles das sind Informationen, die Sie direkt immer live aus dem System ziehen können. Das ist jetzt eine, ja, ich würde mal so sagen, eine Ad-hoc-Information. Selbiges gilt natürlich auch im Bereich der Finanzbuchhaltung hier nach den offenen Posten. Ob ich die jetzt detailliert hier nach Kunde sehen will oder ob ich die auch zum Beispiel jetzt hier nach Lieferanten denn betrachten möchte. Es werden auch natürlich immer hier Summen angezeigt, Zahlungen, die geleistet worden sind und die dazugehörigen Restbeträge. Die Liquidität nicht zu vernachlässigen. Hier wäre vielleicht zu betrachten, dass man hier die Forderung, also die Sachkonditionen bebucht, die insgesamt bebucht sind, sieht. Aber ich könnte das Ganze auch nach Kontenklassen aufgliedern. Also wenn ich hier zum Beispiel sage, ich möchte nur die Finanzkonten haben, dann haben wir hier die Finanzkonten und würden auch hier die entsprechenden Sachkonten dann sehen, die bebucht worden sind. Also es wären jetzt zum Beispiel dann verschiedene Bankkonten, die hier angezeigt würden etc. Finanzkonten ist eine feste Definition, sodass die innerhalb der Liquidität oder innerhalb anderer Auswertung auch fix herangezogen werden können. Diese Definition ist diesem Konten zugewiesen. Ich zeige das einfach nochmal. Ich gehe hier auf Auswahl, gehe auf Suchen, dann stehen die verschiedenen Kontenklassen zur Auswahl. Ich klicke die entsprechende Kontenklasse an und kann dann, machen wir es nochmal mit dem Bereich Verkauf, da haben wir ein bisschen was drauf, und kann dann mir angucken im Bereich Verkauf, welche Konten sind hier bebucht worden. Selbiges hätten wir mit Finanzkonten machen können, wenn wir jetzt die Finanzkonten in diesem Mandanten hier bebucht hätten. Das zur Chefübersicht. Also ist ein Kurzüberblick über das, was die Chefübersicht denn so kann. Es gibt natürlich noch mannigfaltige andere Informationen oder Auswertungen, die Sie sich aus dem System auch ziehen können. Das ist zum einen natürlich hier im Bereich der Auswertung die sogenannte Chefliste. Die Chefliste ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber auch kein so ganz altes Modul, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich mache mal hier eine Vorschau von dieser Chefliste und dann werden wir auch schon sehen, dass hier die wasseste Informationen aus dem System rausgezogen werden. Zum Beispiel die Netto-Summe der Angebote. Das Ganze ist, Entschuldigung, das habe ich jetzt eben, bin ich vielleicht ein bisschen schnell gewesen. Am Anfang muss ich mal die Periode wählen, zu welcher ich diese Daten sehen möchte. Hier haben wir noch also die Werte jetzt der verschiedenen Perioden mit den Vergleichswerten, die gegebenenfalls hier angegeben werden können oder die ausgewählt werden können. Dann haben wir die Forderungen, Lagerwerte, Nettosummen, Nettosumme, Bestellposition, offener Rechnungsbetrag, Verbindlichkeiten insgesamt und so weiter. Also das sind, ja, ich sag mal, ist ein Kurzüberblick, ein schneller Überblick, den ich mir jederzeit aus dem System in Form einer Liste ziehen könnte, kann.
Im Bereich der Auswertung finden wir auch Auftragsbestandslisten wieder. Machen wir auch mal davon eine auf, zum Beispiel hier eine Auftragsbestandsliste über das gesamte System. Was habe ich jetzt aktuell im System nach den Kunden gegliedert mit den jeweiligen Artikelpositionen etc. All das Ganze ist denn hier aus dem System in dieser Form ausgehbar. Dazu zählen aber auch natürlich Lagerbestände, historische Lagerlisten. Auch das könnte ich mir hier ausgeben lassen. Das wäre ebenfalls noch eine Option. Innerhalb der Warenwirtschaft gibt es auch den Bereich Rechnungswesen. So haben Sie auch Zugriff auf die offenen Posten, Kunden, Lieferanten, als auch auf die Bankenauskunft. Das nicht zu vergessen. Bankenauskunft bedeutet, hier sehe ich vom Prinzip her verschiedenste Informationen aus dem Bankenbereich heraus, die jetzt hier nochmal herangezogen werden können. Kontoauskünfte, Lieferanten, Kunden, ich denke, das ist alles sowieso obligatorisch. Dann haben wir nochmal Artikelinformationen, die natürlich auch gezogen werden können und so weiter. Also Bestandsauskünfte etc. Ja, was haben wir noch an Informationen, die wir hier im Reporting verwenden können? Das waren jetzt natürlich Ausdrucke. Nicht alle von Ihnen wollen ja gerne einen Druck auch tatsächlich generieren, sondern manche haben vielleicht den Anspruch, dass sie sagen, okay, Druck will ich heute nicht mehr, sondern das soll in digitaler Form erfolgen. Dann gibt es auch nochmal hier die sogenannten Verkaufsanalysen oder Einkaufs- oder Angebotsanalysen. Ich gehe mal hier auf die Verkaufsanalyse beispielhaft ein und wähle jetzt hier Kunden, Kundengruppen und Artikel, Artikelgruppen. Was passiert hierbei? Das System holt sich die Daten aus der Warenwirtschaft jetzt in dem Beispiel heran. Und ich kann die dann in einer ähnlichen Form wie in einem PIVO verwenden. Also das sehen wir jetzt hier. Das sind jetzt zum Beispiel die Kundengruppen. Und hier werden die Umsätze jetzt nach Kundengruppen gegliedert. Nehmen wir mal die Kundengruppe raus. Dann habe ich das Ganze jetzt hier nach den Kunden gegliedert. Und bei den zusätzlich noch den Artikelgruppen und innerhalb der Artikelgruppen nach den jeweiligen Artikeln. Das ist also eine Möglichkeit, in einer relativ einfachen, schnellen Form ein Pivot direkt hier im System zu generieren und mit diesen Daten zu arbeiten. Und das können Sie natürlich auch sich hier selbst dann zusammenstellen und sagen, welche Daten möchte ich denn haben, Umsatz, Rohrerlös etc. Alles das kann natürlich hier dann beliebig nach Ihrem, ja, wie Sie es brauchen, dann auch aufgebaut werden. Das zu den Analysen, wie gesagt, die gibt es im Bereich der Verkäufe, Einkäufe, als auch im Bereich der Angebote. Die Möglichkeit besteht innerhalb dieses Parts. Ja, die sogenannten digitalen Auswertungen oder Auskünfte hier im System, die wollen wir uns auch noch mal ganz kurz angucken, wie ich das eben auch schon ansprach. Ich gehe mal hier auf die Auskünfte ein, auf den Menüpunkt. Und wichtig wäre mir hierbei nochmal zu betrachten, hier gibt es sogenannte Kennzahlen. Zum Beispiel haben wir hier eine Lieferantenperspektive, Qualitätsperspektive und so weiter. Die funktioniert allerdings nur dann, wenn gewisse Informationen auch erfasst werden im System, dass also die Prozesse da stringent eingehalten werden. Dann haben wir eine Umsatzperspektive, Angebotserfolg, Angebotswerte und so weiter, Periodenumsatz, Gesamtumsatz, Roherlös und so weiter. Ich mache einfach mal beispielhaft hier den Periodenumsatz jetzt an dieser Stelle auf. Dann sehen wir das, dann sehen wir hier jetzt beispielhaft diesen Periodenumsatz, den kann ich hier oben umstellen, dass ich den hier sowohl als Graphen als auch als Liste habe und kann natürlich hier mit der rechten Maustaste hierauf klicken, die Zeitachse konfigurieren. Und hier definieren wir einfach mal die letzten 12 Monate rückwärts von der jetzigen Periode an. Dann ist das ein bisschen, haben wir ein paar Daten mehr im System. Mal gucken, habe ich es richtig gemacht? Ja, von aktueller Periode rückwärts 12 Perioden. Zeitachsen als Voreinstellung speichern. Okay, so, das ist die Definition. So kann ich dann relativ einfach auch an meine Zahlen drankommen. Was ist denn jetzt hier in meinem Unternehmen dann auch tatsächlich umgesetzt worden? Diese ganzen Kennzahlen, die wir hier wiederfinden, die können wir auch hier natürlich innerhalb vom Dashboard platzieren. Also hier im Dashboard bin ich völlig frei mit dem, was ich hier darstelle. Ich gehe jetzt hier mal zum Beispiel auf die Auswertung. Das habe ich im Vorfeld leer gemacht. Gehe hier auf das Pluszeichen und hole mir hier weitere Auswertungen heran, die schon fix und fertig ausgeliefert werden, also vom Hersteller bereits ausgeliefert werden. Also ein Beispiel könnte jetzt sein, ich möchte
Was haben wir denn mal? Meine letzten, das sind jetzt die Listen fürs tägliche Arbeiten, die Neukundenanzahl der letzten Monate haben. Dann wäre das hier meine Übersicht, die ich hier verwenden kann. Und wie eben schon gezeigt, kann ich immer umstellen innerhalb der Darstellungsart oder die Darstellungsart umstellen, so dass ich hier den Monat oder aber auch Monat plus den Graphen mir anzeigen lassen kann. So bin ich eigentlich völlig flexibel mit den Daten, die ich hier tatsächlich im System sehe. Und ich habe das mal hier im Bereich Controlling gemacht und habe mir hier mal den Lagerwert beispielhaft herangezogen. Der Lagerwert, der im System erfasst ist, so dass ich hier alle Werte zusammengerechnet bekomme, jetzt auf Basis der erfassten, das ist jetzt zum Beispiel der mittlere EK, der hier herangezogen worden ist und die Entwicklung des Lagerwertes innerhalb des Systems. Darstellen möchte ich auch nochmal den Part hier im Bereich der Auskünfte nochmal kennzahlen. Gibt es vielleicht noch etwas, was ganz interessant ist fürs tägliche Arbeiten? Moment, jetzt muss ich gucken, wo ich es hier finde. Hier im Bereich Artikel und Dokumente. Okay, ich darf diesen Punkt, wollte ich eine Maske, die auch vor geraumer Zeit hinzukommen ist, sind zum Beispiel die fehlenden Lagerbestände. So dass ich hier sehe, okay, welchen Bedarf habe ich eigentlich auf Basis der Artikel, die im System vorhanden sind. Also ausreichend, ja, nein. Also hier haben wir den Einkaufsartikel, Produktionsartikel, Bedarf heute, Lagerbestand und den Bedarf erwartet der Zugang innerhalb der Wiederbeschaffungszeit. Und kann ich damit, reicht das aus, um tatsächlich hier arbeiten zu können? Also hier haben wir jetzt Engpässe, die vorhanden sind und hier reicht der Bedarf aktuell bei diesen Artikeln nicht aus. Und so könnte ich jetzt auf Basis dessen auch jetzt eine Dispo von hier aus starten und könnte dann direkt die Artikel im Einkauf dann auch disponieren lassen. Also Ziel ist es eigentlich, dass man die Auskünfte sowohl verwendet, um sich Informationen zu ziehen aus Management, von der Management-Ebene, gesehen von dieser View, als auch natürlich, dass sie die Auskünfte verwenden in den jeweiligen Abteilungen, um ihre Prozesse zu verschlanken und alle Daten direkt auch präsent zu haben. Das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Genauso könnte ich jetzt auch hier die Dispo-Bestände abrufen zu den Artikeln, um zu wissen, wann kommen die Artikel wieder. Hier blende ich mir mal die Spaltenfilter ein. Okay. Das war das Falsche. Nochmal Einstellung. Hier haben wir die Filterzeile einblenden. Und holen wir uns hier mal die Stehleuchte heran, die Barta. Und dann würden wir hier sehen, okay, wann ist der Artikel wieder im Zulauf? Im Einkauf gibt es Einkaufsbelege, gibt es Verkaufsbelege zu diesem Artikel? Oder wenn es ein Produktionsartikel ist, sind ebenfalls Produktionsaufträge damit noch im Kontext, die in der nächsten Zeit produziert werden. Für den Bereich FIBU wollen wir nochmal dark darauf eingehen, kann ich mir auch hier natürlich Dinge konfigurieren, auch die Möglichkeit besteht. Gehen wir mal hier in den Bereich Auswertung wieder, der ist relativ frei. Und hier gibt es den Menüpunkt, den ich hier wählen kann. Klar, Moment. Den Bilanzverlauf. Und Trendvergleich in Prozent, das sind beides jetzt Kennzahlen, die aus dem Bereich des Rechnungswesens kommen, aber hier in der Warenwirtschaft eingeblendet werden können. Das füge ich mir mal hinzu. Voraussetzung ist immer, dass ich die Rechte dazu habe, das auch tatsächlich denn zu tun. Und hier gehe ich mal auf Konfiguration und wähle mir nun einen BWA-Ansatz aus, zum Beispiel den SGA03 und wählen hier, nehmen wir die G&V hier an dieser Stelle. Die möchte ich sehen und von der G&V den Bilanzgewinn. So, und dann hätte ich hier jetzt die Kennzahl Bilanzgewinn in dem Moment eingeblendet. Das kann ich noch umbenennen, damit wir das auch ein bisschen schöner haben. G&V Ergebnis und V-Ergebnis. So, das ist okay. Und das Ganze möchte ich dann auch sowohl als Graph als auch als Liste haben. So, das wäre jetzt erstmal eine Darstellung dessen, was so geht. Und genauso könnte ich mir jetzt hier noch die aktuelle Liquidität anzeigen lassen auf Basis von Konten oder was auch immer. Also überlegen Sie, was ist wichtig für Sie zu sehen? Also wir haben mannigfaltige Möglichkeiten innerhalb der Sage,
diese Daten anzuzeigen. Und sollte das nicht reichen, dann können wir Ihnen die Daten auch in Excel zur Verfügung stellen, sodass Sie in Excel einen Sheet aufrufen und alle wichtigen Daten dort direkt angezeigt bekommen. Das ist, muss zwar dann konfiguriert werden, aber kann je nach Anforderungen natürlich auch flexibler noch sein als auch ja, transparenter im Sinne von, weil die Auswertung geben Sie vor, welche Daten dort tatsächlich angezeigt werden sollen. Nichtsdestotrotz glaube ich, wie wir das gerade hier gesehen haben, die Sage gibt da ja eigentlich sehr viele gute Vorgaben, die Ihnen ermöglichen, Ihre Managementanforderungen auch tatsächlich abzudecken. Ja, für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Vielen Dank, Ihr Team von der Desk GmbH.